Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Preview vom Heavy Tank Number 6 oder auch besser bekannt als Tiger. Ja, das sind die Japaner hier, haben aber ihrerseits auch einen Tiger jetzt spendiert bekommen und sieht aus wie folgt. Also ich denke mal, die Optik ist bekannt. Bin ja auch im Preview-Video vom Testserver zu Patch 099 drüber gegangen. Aber hier jetzt nochmal im Detail Frontpanzerung. Turm sowie Hülle 100, dann die Seiten 80 und auch das Heck bei 80. Topspeed 40 km/h und wir schauen uns doch nochmal die Kanone im Detail an. Wir haben einen Durchschlag von 132 mit Normal und 171 mit Premium. Bei einer vernünftig schnellen Feuerrate ist im Spiel so um die 6 Sekunden mit einem Schaden von 220. Ja, ich denke, da kann man doch jetzt einiges anstellen und ich hoffe, dass wir an ein schönes Matchmaking kommen und ich euch den gleich im Spiel präsentieren kann. Also schaut zu. So, und da haben wir auch ein Matchmaking gefunden. Auf der Tierstufe ist nicht so viel los, deswegen dementsprechend etwas ruhiger hier auf Live Oaks und nur mit halbem Team, beziehungsweise sogar nur mit 7 gegen 7. Aber auch das hat doch mal einen gewissen Charme und egal wie, es zeigt trotzdem den Panzer. Ja, hier haben wir ihn. Die Optik ist natürlich bestens bekannt. Den Preis, welcher am Live-Server haben wir leider noch nicht übrigens. Also das kann ich euch nicht verraten, mit was ihr da rechnen müsst. Ansonsten vernünftige Gun-Depression, kann man schon sehen. Und der Rest, den sehen wir und erleben wir hoffentlich jetzt dann im Spiel. Knappe 6 Sekunden eben, wie angesagt, der Reload. Und dann 220 Schaden, ist doch ganz ordentlich. Jetzt nur schauen, was der Gegner macht. Gerade der T-37. Leopard. Sind sogar wirklich unangenehme Gegner eigentlich. Na, da drüben sind sie. Wir fahren jetzt natürlich erstmal in die Stadt, wobei in der Stadt wahrscheinlich gar nicht so viel los ist. Deswegen werde ich versuchen, ein bisschen aggressiver zu spielen. Das ist zumindest der Grundplan. Der T-34 ist doch gleich mal das Herz der Begierde. So. Was hat er mir hier eingegeben? Ich hatte es irgendwie erwartet, dass er mir gar keinen gibt. So, da eben schnelle 2 HP noch stehen lassen. Aber mit Auto-Aim ging es dann ganz gut. Ihr seht, die Gegner sind hauptsächlich unten im Süden. Ja, Arti kommt schon wieder in meine Richtung. Die mögen mich einfach sehr, sehr, sehr gerne. Jetzt kümmern wir uns hier um den T-37 einfach mal. Ah, daneben. So, da hat er gerade 2 schnelle Schellen bekommen. Und er macht den letzten noch fertig. Ah, die hält weiter hier auf uns. Und unten im Süden, da kommt der Gegner langsam durch. Deswegen fahre ich da mal hin. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass sie cappen. Ah, wäre schon noch gut, wenn der andere Tiger da noch mitgeht. Aber sieht nicht so aus. Die beiden Artis kommen mit. Das heißt, ich werde mich hier so ein bisschen mal zurückhalten. Scheinbar will er zum Cap fahren. Macht da jetzt ein TD auf. Ja,
So, und dann schauen wir mal, wo der Gegner bleibt. Oh, Critical Hit auch noch beim Leopard. Links und sind sie auch schon, aber ich muss mich jetzt auf einen konzentrieren und will jetzt hier in die Mulde. So, jetzt hier auf die Zoo. Haben wir nicht mal angekratzt. Immer noch nicht. So, jetzt kommt der andere da noch daher. Und jetzt machen sie mich da fertig. Doof, dass der andere Tiger nicht mit zurückgekommen ist. Wir lassen das Spiel noch schnell zu Ende laufen, aber machen dann direkt da noch eine Runde danach. Dann haben wir zwei Runden und sehen doch ein bisschen was von dem Panzer, weil das ist doch der Sinn und Zweck des Ganzen. Der VAT alleine noch auf weiter Flur. Aber jetzt dürfte es gleich um sie gestehen, dann wird gekettet. Ja, und da ist sie weg. Wir schauen uns trotzdem kurz noch das Endergebnis an, einfach um mal auch zu sehen. Ich habe ein bisschen Premium geschossen und dann einfach eine Niederlage und mal gucken, was es dann dafür noch rausgibt. Also bin mit 1000 Schaden hier auf Platz 2. Andere Tiger hat auch knapp 1000, ist aber leider nicht mehr zurückgekommen. Wie gesagt, sehr schade. Es gab 22.000 raus. Ah, okay, und ich habe mit Gold geschossen, deswegen war es dafür etwas mehr. Also es wäre unterm Strich etwas weniger gewesen. Aber wie gesagt, wir schauen uns direkt noch eine Runde. So, und da sind wir also auch jetzt auf der Karte Karelien im reinen, ja, man kann ja schon fast sagen, Face-Off der Japaner gegeneinander. Das ist ja fast wie in den Nationengefechten hier. Bis auf die FV-Art, die stört beim Gegner so ein bisschen. Aber sonst, ja. Eben aufgrund des Matchmakings kommt nicht komplett irgendwie ein volles Team. Aber so ist es doch auch mal ganz charmant. So, dann nehmen wir doch mal den Platoon-Invite an. Von unserem russischen Freund, dem Bart 1919. Gerade der Name verpflichtet es anzunehmen, ja schon fast. Ist, glaube ich, sogar meine allererste Random-Einladung, die ich jemals bekommen und auch angenommen habe. Also der Bart und ich, wir sind jetzt dicke Homies. Jetzt haben wir auch noch den Grimm, haben wir auch noch dabei. Also jetzt sind wir hier vollzählig. Und jetzt weiß ich, warum ich das sonst nicht annehme. Weil ich glaube, jetzt habe ich die Nasen irgendwie im Speak, oder ne? Ne, scheinbar doch nicht. Gott sei Dank. Fluss ist ausgedünnt. So, und jetzt hier bekommt der Kollege schon einen drauf. Ah, muss ich aufpassen. Oh, jetzt habe ich auch noch meinen Teammate. Mein Zugplatoon-Partner. Mann, ey, sorry. Aber der hat jetzt sich so rausmanövriert. Ah, die Armor nicht penetrated. Auch nicht. Danach 7. Das hatte ja fast gar nichts mehr. Ich habe hier die ganze Zeit die Nase, die Haube von ihm drin. Oh, jetzt kommen sie aber hier ganz schön hart. Da sind sie alle. So, jetzt kann ich Bart als Schutzschild nehmen. Bart ist Gott sei Dank jetzt ein gutes Schutzschild. Also muss ich jetzt nicht rushen, kann ich hier wenigstens so ein bisschen Schaden verteilen.
Ah, die hauen mir hier die Kanone natürlich kaputt. Jetzt laden wir mal auf Premium um, weil ich will jetzt noch so viel Schaden als möglich verteilen. Jetzt haben sie mich gut und machen mir jetzt hier richtig Aua. Die Kette ist weg und jetzt bin ich auch tot. Aber ich habe hier doch noch Schaden machen können und so ein richtig schönes Face auf der Panzerschlacht machen können. Schade, dass hier der Partner da oben konnte natürlich nicht viel anstellen, aber da oben so ein bisschen verseiert ist. Und was macht unser Grimm? Der hat nicht so schön stehen können wie ich hinter Bart. Ja, da haben sie uns dann doch ordentlich gezeigt, wo die Hake ist. Aber unterm Strich, glaube ich, habe ich mich ganz gut verkaufen können und habe dem Panzer doch noch so ein bisschen was abverlangen können. Das ist ja nach wie vor eben die Wichtigkeit bei den Vorstellungsrunden, dass man mal so ein bisschen was sieht, okay, wo ist ein Vorteil, wo ist ein Nachteil. Und wir sehen am Ende natürlich auch die Endauswertung, sehen mal, was haben wir überhaupt abgeblockt. Ich muss sagen, bisher, das ist auch nicht die allererste Runde gewesen, sondern ich habe so ein bisschen Probleme mit dem, so ein kleines, ja, also in 8er Matches ist er sehr, sehr, sehr schwer. Also da muss ich sagen, da fühle ich mich sehr unwohl mit dem. Klar ist er mit Tier 6 weit weg, aber die Penetration ist schon doch sehr zurückhaltend. Ich habe die ganzen Gegner oder viele Gegner gut antrümmeln können, also vielleicht kriegen der ein oder andere noch einen raus. Warum Kitty Hawk den jetzt nicht wegmacht, verstehe ich nicht. Ja, doch, endlich. Oh, da ist die Gegner-Arti schon. Sehr schöner Hit, unsere Arti. So, aber jetzt kommen sie da, aber schade, warum der Gegner, warum unsere Leute nicht zurückfahren, weil man sieht 300 HP und hier 95 HP, also wäre sogar durchaus noch was drin. Kitty Hawk setzt sich jetzt in die richtige Richtung, aber die stehen schon so im Cap. So, jetzt cappen wir auch, aber das wird nichts mehr bringen. Der Gegner cappt scheinbar auch durch, also ist... Ah, nee, einer ist raus. Da kommt er doch. Da kann Kitty Hawk jetzt nochmal aus den Büschen wirken. Wir können den Panzer nochmal in seiner Pracht bewundern. So, macht den ersten Hit. Nochmal einen. Und könnte ihn sogar rausnehmen, aber Kitty Hawk, der andere, capped. Ne, da hat er ihn zwar rausnehmen können, aber aufgrund des Caps wird es dann trotzdem leider ein Lose. Hat nicht sollen sein, aber da hat sich das Team noch besser verkauft, als es zwischenzeitlich ausgesehen hat. Jetzt war noch die Hoffnung, ob sich jemand zeigt, aber nee. Dem Gefallen wird ihm nicht getan. Oder ihr. Ich bin aber schon sehr gespannt aufs Endtableau. Und ich glaube, bei den beiden Runden kann man es dann auch belassen. Knapp 2000 Schaden und, was haben wir abgeblockt? 2200, also unterm Strich doch eine ganz vernünftige Runde. Wie gesagt, leider hat das Team nicht so mitgezogen, wie ich es gern gehabt hätte, aber trotzdem kann man sich, glaube ich, gut einen Eindruck davon bilden. Ja, das war's dann hier mit dem Heavy Tank Number 6, wie er hier getauft worden ist. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, ihr wisst, lasst mir gerne euren Kommentar, euer Like und natürlich auch gerne ein Abo da. Bis bald, euer Alcaramba.